Kinderarbeit war am Montag in Geiersdorf auf einem Areal zwischen Turnhalle, Kirche und Spielplatz ausdrücklich gewollt. Die Pflanzaktion diente einem guten Zweck und war Teil des Projektes Hecken zum Verstecken. Dazu Sigrid Ullmann, die Geschäftsführerin des Naturparks Erzgebirge Vogtland. Wir pflanzen gemeinsam mit den LPVs, Landschaftspflegeverbänden in unserem Gebiet, gerne Hecken. Und die Finanzierung übernimmt in diesem Fall Europark Deutschland über das Projekt Marktplatz Natur. Konnten wir VIO als Tochtergesellschaft von Coca-Cola gewinnen, die das heute hier Teil 1 finanziert und Teil 2 dann in Olbernhau. Hecken sind die Lebensadern in der Landschaft. Sie bieten Vögeln Balz- und Brutplätze und Feldhasen und Co. einen sicheren Rückzugsort mit Nahrung im Überfluss. Zudem schützen die langgestreckten Gehölze und Sträucher den Boden vor Wind und speichern Wasser. Idealerweise verbinden die kilometerlangen Grünstreifen Waldränder und Gewässer, so auch im Naturpark Erzgebirge Vogtland. Wir haben uns Helfer gesucht, die Kindergartenkinder von Geiersdorf, die hier im Naturkindergarten untergebracht sind, die jetzt ganz fleißig die Obstbäume pflanzen und hier die Hecke. Im Kindergarten Eichhörnchen in Geiersdorf werden derartige Projekte regelmäßig durchgeführt, um die Kinder gleichzeitig für die Schätze und Werte der Natur zu sensibilisieren. In späteren Jahren wird die Streuobstwiese sowie die Vogelnäher- und Bienenhecke gerade jetzt im Frühling mit ihrer Blütenpracht Bienen und Schmetterlinge anlocken.